und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Zeit für ein Gassi to go. Und heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie man sich vernünftig auf eine Klassenarbeit oder Klausur vorbereitet. Ich habe mal ein paar Dinge rausgesucht und vielleicht hilft es euch. So, fangen wir an. Tipp 1, der Klassiker, aber nicht zu unterschätzen. Führe einen Kalender. Egal, ob in Papierform oder digital. Es ist wichtig, dass du eine Übersicht hast, wann welche Arbeit geschrieben wird. Wenn du im Abschlussjahr bist, trage dort jetzt schon die Abschlussarbeiten ein und auch vielleicht schon die mündliche Prüfung oder den Zeitraum. Du brauchst diese Übersicht, damit du einfach gut planen kannst. Das war das Erste. Du kannst das übrigens auch in deinen normalen Kalender einfügen, dann bekommt die Schule aber eine eigene Farbe, so dass man es immer sofort sieht. Tipp Nummer 2 hängt ganz eng mit Tipp 1 zusammen. Wenn du einen Kalender führst, dann ist Tipp Nummer 2, fange immer rechtzeitig an zu lernen. Du wirst nämlich immer wieder die Situation haben, dass mehrere Klassenarbeiten oder Klausuren sehr eng getaktet aneinander laufen. So funktioniert leider Schule und im Studium ist es ja genauso. Und wenn du montags, mittwochs und freitags eine Arbeit schreibst und die sind alle drei sehr lernintensiv, dann macht es Sinn, dass du vorher angefangen bist, dass du dann entsprechend die Vorbereitung schon abgeschlossen hast und dann dich auf den Punkt nur noch mal vorbereiten musst. Also Tipp 2, fang frühzeitig an. Tipp Nummer 3, was kommt dran? Und zwar kümmere dich darum frühzeitig. Viele Lehrerinnen und Lehrer geben ja diese Lernzettel raus oder Themenzettel. Und wenn sie das nicht tun, dann fragt einfach nach. Direkt nachfragen. Lieber Lehrer, liebe Lehrerin, was kommt denn bei der Arbeit dran? Können Sie uns das nochmal sagen? Und dann schreibt ihr das natürlich zackig mit, damit ihr wisst, was ihr tun müsst. Parallel dazu nutzt ihr sowieso immer eure eigenen Unterlagen. Ihr wisst, was ihr im Buch gemacht habt. Ihr wisst, was in Heft oder Mappe steht. Und ab und zu wird der Lehrer oder die Lehrerin bestimmt auch mal sowas erwähnt haben wie, hier würde ich mir mal ein Ausrufezeichen machen oder da würde ich mal eine Markierung hinmachen oder sowas. Das habt ihr natürlich alles im Blick und dann funktioniert das auch. Also Tipp 3, du musst natürlich wissen, was drankommt. Tipp Nummer 4, der Klassiker, Mut zur Lücke. Vergiss es. Es gibt kein Mut zur Lücke. Wenn du etwas lernen musst, dann lernst du alles. Und zwar vernünftig, denn dann hast du auch eine Chance, eine gute Note zu holen. Und Mut zur Lücke ist nicht cool, sondern doof. Dann kommt die Lernstrategie. Und hier muss man sagen, erstmal sind wir alle verschieden. Die einen können besser lesen, die anderen, die fassen es lieber zusammen. Das musst du ausprobieren. Aber mein Tipp an dich wäre ein mehrstufiges Verfahren. Schritt 1 wäre erstmal, was kommt dran? Alles klar. Dann würde ich das immer mit eigenen Worten zusammenfassen. Ihr wisst es, meine Lieblingsmethode sind die Lernkarten, aber letztlich kann man das auch in jeder anderen Form zusammenfassen. Und dann das Ganze entsprechend auch zu lernen. Und das Allerwichtigste ist, ihr könnt so viel lernen und lesen, wie ihr wollt. Um zu testen, ob ihr es wirklich verstanden habt, wäre mein Tipp immer, ihr sucht euch jemanden, egal ob Mama, Papa, Schwester, Bruder, egal wen, und dem erklärt ihr das, was ihr für die Arbeit können müsst. Denn wenn ihr es erklären könnt, dann habt ihr es wirklich verstanden. Der nächste Tipp, das ist ein bisschen Organisation, aber wenn es dir möglich ist, dir alte Klassenarbeiten aus den Jahren davor zu besorgen, dann würde ich das immer tun. Es schadet nicht, da mal reinzugucken. Ihr alle wisst, es gibt Lehrer, die sind so und Lehrerinnen, die sind so. Und manchmal lohnt es sich und manchmal nicht. Aber wenn die Möglichkeit besteht, warum nicht? Ist nicht verboten und manchmal bringt es Vorteile. Dann nochmal zur Lernstrategie. Ich bin der festen Überzeugung, dass man zuerst immer alleine lernen muss. Du musst das in den Kopf kriegen, du musst das vernünftig lernen, egal ob mit Karteikarten, Mindmaps oder was auch immer. Aber wenn du das abgeschlossen hast und wenn du eine gewisse Sicherheit in der Thematik hast, dann würde ich dir immer auch empfehlen, eine Lerngruppe zu bilden oder ein Lernteam. Zu zweit, zu dritt, maximal zu viert, auf gar keinen Fall mehr. Zu zweit ist vielleicht noch besser und dann geht ihr das Ganze nochmal zusammen durch. Und jetzt kommt das Gute an der Sache. Es ist total egal, ob du der Schlaue oder der, der mehr Hilfe braucht im Team bist. Alle beiden profitieren auf jeden Fall. Wenn du der Schlauere von beiden bist, dann kannst du es dem anderen nochmal erklären. Und in dem, wo du es erklärst, verstehst du es eben nochmal besser und es wird noch besser gefestigt. Und derjenige, der das erklärt bekommt, na, der lernt natürlich auch dazu und hat da auch was von. Das heißt, es profitieren immer alle und wahrscheinlich variiert das auch bei Fächern. Also ein guter und vor allen Dingen ein verlässlicher Lernpartner, der genauso Vorbereitung wie du kommst, das ist eine gute Idee.
Und zum Schluss der letzte Tipp. Am Tag vor der Arbeit und spätestens da siehst du zu, dass du vernünftig, pünktlich ins Bett kommst, damit du ausgeschlafen bist. Natürlich kannst du am Abend vorher alles nochmal durchgehen. Das hat aber eigentlich nichts mehr mit Lernen zu tun, sondern du brauchst dann nur nochmal die Bestätigung, dass du schon alles gelernt hast. Dieses kurz vorher Lernen ist immer schwierig und wenn ihr könnt, lasst da immer die Finger von. Eine vernünftige Vorbereitung beginnt frühzeitig und ist allumfassend und wir setzen nicht auf Lücken. Und wenn du dann ausgeschlafen antrittst, dann ist das eine gute Sache. Und ganz zum Schluss, das werden viele Lehrerinnen und Lehrer auch sagen, schreibt euch auch gerne einen Spickzettel, macht das ruhig, aber bitte verwendet ihn nicht. Die Gefahr, erwischt zu werden, ist es einfach nicht wert. Also Spickzettel schreiben, um zu gucken, hey, wo liegt der Fokus, was ist wichtig und es nochmal zu schreiben, ist bestimmt auch gut, damit es ins Gehirn kommt. Es zu benutzen, viel zu gefährlich, weil denkt dran, Lehrerinnen und Lehrer waren auch mal Schüler. So, ich wünsche euch alles Gute fürs neue Schuljahr. Probiert's aus, vielleicht helfen euch die Tipps. Okay, das war's.